Einen wunderschönen Sonntagnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 LPG Ossipor mit dem Sören, dem Martin, dem Eggy und meiner Rikard. Schönen guten Tag. Mahlzeit. Mahlzeit. Moin. So. Oh, das, hier, wenn, nimm dem Hund doch mal das Spielzeug weg. Das ist das Kind, aber egal. Wenn du. Wenn du hier in der Inselansicht fährst, ey, das ist so ruhig hier. Das ist echt kacke. Elektroautos fahren. Das ist sowieso so gefährlich, Elektroautos, ey. Ich hab da ja mal einen gefahren. Zur Probe. Und vor allem, dann bin ich wieder auf das Autohausgelände drauf gefahren. Da liefen Leute rum. Die hatten, ja gut, hörst du ja nicht Elektro, ne? Ja, da musste ich auf die Hupe drücken, damit die an die Seite gehen. Ja, ist das, weil der Mensch sich angewöhnt hat, einfach stumpfsinnig zu ihm zu laufen, statt mal die Augen auf. Ja. Kann man ja dann überall drauf, auf Handy und... Richtig. Ich kann mir da mal einen Spaß trotzdem machen. Langsam an die Leute ran und dann ruf auf die... Tja, das Beste, was du machen kannst. So, packen wir nochmal. Guck mal, haben wir noch Weizen? Pack ich da noch mehr rein. Jo. Och, hier Weizen haben wir genug. Ganzen Arsch voll. Was? Kuckuck. Kuckuck. Wer war das? Ich hab Dünger. Also, wo holst denn du Dünger her? Beim sind auf dem Hof, ne? Beim Kuckuck. Ja, genau. Hört sich so ein bisschen nach Panflöte an. Dann fahr ich jetzt gleich mal noch zum Shop und hol mal noch Dünger. Wenn du sagst, Dünger ist bald leer. Ja, da sind jetzt nur noch ein paar hundert Liter drin. Ja, dann hol ich mal 9. Packe mir einen LKW rein hier. Dum, 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 dum. Beide Dümmer. Beide. Dum, 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 dum. Ja, ja, ja. Eggy, du kommst nicht aus dem Osten, oder? Nein. Nein. Hab aber da immer Verwandtschaft gehabt. Also ich war viel in Schwerin. Und mach da total gerne Urlaub. Und hab auch direkt nach der Grenzöffnung mit an der Grenze gestanden und Bananen verteilt. Okay. Bananen verteilen. Nee, ich habe tatsächlich mal kurz nach der Grenzöffnung in Karnitz eine Party gefeiert mit einem Freund, der kam daher, beziehungsweise seine Eltern. Und das, muss ich sagen, war eine der geilsten Partys, die ich je hatte. Okay. Das hat mich schon überrascht, ne, wie offen die damals alle waren da. Das fand ich echt cool. Was ja für uns Norddeutsche jetzt schon eher bedenklich ist, aber... Da oh, hängt ein Bild. Schönes 700. Schön. Tja. Und heute wirst du schon gesteinigt, wenn du nur das Wort in den Mund nimmst. Was, feiern? Nee. Adolf. Ja. 320 GB. 320? Was? 300. Was? Sprich doch meinen ganzen Sätzen. 320 GB, was? Den Fortschritt 320 GB, haben wir den noch? Was steht hier denn? Land wir. Er kommt so ein bisschen abgehakt drüber sein. Ja.
Das ist zum Thema Weihnachtsmusik, ne? Hey, ich tue hier in der Werkstatt rum. Ich kann nichts dafür, dass ihr so ein Scheißdudel. Ich wünschte, er wäre abgehackter. Also. Ja. Dann wollen wir mal gucken, ob 320 GB Fortschritt. Nein. 320. Ah, ja. Sofort. Hey! Jingle Bombs, Jingle Bombs. So, warte mal. Ach ne, der Weg ist auch scheiße. Ich hätte weiter hochgemusst. Fahren wir jetzt hier irgendwo links. Warte mal, irgendwo ging es ja hier links lang. Da. Da. Also eine blöde Frage, die Baustelle ist immer noch, ne? Ja. Oh Mann, die ist immer noch. Das ist auch so eine Dauerbaustelle, das Ding, ne? Ja, ich weiß nicht, was die da machen, ob die da einen Fluchttunnel graben oder so. Ja, ich hab auch keine Ahnung. Das ist echt schlimm. Freunde, das war einiges, was. Ja. Glaube ich wohl. Kippe aufklappen? Hä? Ah! Ach stimmt, da geht ja die Tür wieder auf. Es ist noch nicht mal die Hälfte geschafft. Na super. Und gerade mal 37% fett. Klasse. Haben wir eigentlich einen Posten hier, wo wir Hackschnitte verkaufen? Oh. Ich weiß es nicht. Wir haben ein Sägewerk. Ja, hier am Sägewerk kannst du Hackschnitze, die werden hackiert. Das ist tragisch. Normalerweise ja. Da wurde, wo du ja ganze Bäume verkaufen kannst, kannst du rein theoretisch eigentlich auch Hackschnitze verkaufen. So, nehme ich mal. Boah, Backwaren, Brauerei, Heizwerk, Holzhandel. Haben wir gerade einen Anhänger frei? Nee, ne? Sind alle Anhänger, die wir haben, sind im Beleg. Ja, die habe ich gerade ein. Ja, beide. Für die Schnitzel. Fürs Dünger. Tatra. Ja, geh ins Bett. Oh Gott. Mario. Hast auch recht. Na, habe ich dieses Wochenende ja wieder viel durcheinander gemacht hier. Bäume gefällt. Oh, muss das sein. Bäume gefällt, Panzer gefahren, Weizen gefahren, jetzt fahre ich Dünger. Junge. Eine Mühle gekauft. War wieder schön abwechslungsreich dieses Wochenende. Das fehlt dir noch am Shop so, Weihnachtsmusik. Mach doch Radio an. Nee. Ja, genau. Ich höre auch ganz oft hier Truckers FM. Truckers FM? Hm. Nee, ich höre meist meine eigene Musik. Die ist dann schon spannender. Die, was du auf der Pannenflöte selber machst da, oder? Ja, genau. Eggy! Auf der Buschtrommel, wenn er sich wieder auf den Sack haut. Super. Was? Was? Wer ist tot? Schmieds Katze, musst du jetzt sagen.
Moin. Moin. Grüß dich. Mahlzeit. Ich habe mich gerade gewundert, warum wir nicht reingekommen sind. Und warum bist du nicht reingekommen? Da war besetzt. Sascha war da drin. Ich hab ja mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ja, bei Martin musst du aufpassen. Oh, bei Eggy sitzt wieder einer auf der Zunge. Ja. Ja, erzähl, Eggy. Der Martin ist schon drin, während du dich noch vorbereitest. Oh, wei, wei, wei. Ja, gut, Eggy, das war dann das letzte Mal, dass du mit dabei warst als Gast. Es geht auch um Ossi-Power hier, oder? Ja, wie Ossi-Power ist zivilisiert, ja. Hm. War's zumindest bis dieses Wochenende. Ja, bis Eggy kam. Nee, wir müssen da drüben rein, bilde ich mir ein. Hier, Ankauf, siehe Verkaufsliste oder Ankaufliste. Ja, was denn nur? Das sieht aus wie Hackschnitzel. Ja, ich meine, nee, das Kaffee-Hackschnitzel. Achso, hier oben, wo wir unsere Bäume lagern, weißt du? Ja. Wo der Panzer steht. Da ist hinten kommt doch. Es ist Förderband, wo Hackschnitzelgedöns da hier Restkacke raus. Martin, jetzt überleg doch erstmal, bevor du redest. So. Dann kann man dir auch folgen. So, Sören weiß, wo ich bin. Ja, ja. Ja, ja. Ob man da mit dem Anhänger drunter fahren kann und die Reste aufladen kann oder ob das einfach nur Deko ist. Da kann man bestimmt drunter fahren. Ja, spring mal in den Panzer, dann zeige ich. Spring mal in den Panzer. 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 Ich begrüße Lee. Du bist hier. Panzer. Ja, ne? Weißt du, ob das dann hier dann auch unser ist? Ja. Rein theoretisch, so vom optischen her, sieht das ja so aus, als wenn man hier dann drunter tüt und Luft lernt. Jo. Nö. Das war eine scheiß Idee, hier lang zu fahren. Na gut, egal. Sag mal, ich fahr mal oben lang, vielleicht geht's ins selben Punkt raus. Ja. Bin ich wieder hier. Ja, ja. theoretisch müsste das, ne? Wenn wir da einen Anhänger drunter stellen, ob wir das dann kriegen, ob dann auch was sind. Bestimmt. Boah, Fennisch. Ein paar Fennisch. Wie stehen denn die Fennische? Ja. Geht. Wie viel haben wir denn davon? Weiß ich nicht, wo ist das denn? Millionen haben wir, Millionen. Oh, 81.000 immerhin. Ja, dann Anhänger hier hin und weg damit, wa? Oh. Siehst du, haben wir nochmal wieder eine neue Einnahmequelle hier, finde. Ja. Oh, Marc, tu mal den LKW hier leer und dann kommst du hier ran. Jojo, ich beeile mich. Tu mal den LKW hier leer. So, haben wir Leerpalette? Nö. Haben wir Braumalz? Nö. Haben wir Wasser? Nö. Haben wir Hopfen? Nö. Gut, wir können kein Bier machen. Ja, du wolltest ja kein Bier machen, ich sollte ja Raps draufhauen. Jo. Yo. Die ganzen Holzdinger, die du da ablädst, sind das schon unsere Paletten oder verkaufst du? Wo? Ja, da, wo du gerade das Holz abgeladen hast. Bauen die da Paletten für uns oder wird das dann verkauft? Da unten habe ich die Bretterpaletten rein und es werden Leerpaletten produziert. Sind das denn unsere oder? Jo. Das ist blöd. Nimm mal den, komm mal hoch an den Shop. Schub. Jo. Wo war? Wieder als die Erklärung, warum ich Raps haben wollte. Ei, ei, ei.
Sprit oder was? Oh, wei, 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 wei. Ich hab mich hier. Spül doch mal die Schranke, öfter. Bring sie doch mal drüber. Ja, wieder diese Erklärung, warum ich Raps haben wollte. Ja, das haben wir doch hier schon mal geblickt, haben wir. Jo, aber ob das Mark schon geblickt hat, das tue ich glaube ich nicht. Jo, das macht aber nichts. Ah, okay. Das reicht ja, wenn er das macht, was ich sagen, oder wie war das noch? Will man das hier Mark zeigen, dass er mal weiß, was später mal was geben könnte? Ja, ist das denn schon unser? Unser? Nee, ne? Nö. Für heute war es das erstmal. Jetzt das Wochenende, Mann. Genau, für das Wochenende war es das auch, richtig. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Ja. Schönen Restsonntag. Und wir sagen jetzt einfach mal Tschüss und Bye-Bye bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.